Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen scheinen, während du dich beiseite geschoben fühlst? Hast du jemals den Wunsch gehabt, eine Priorität im Leben von jemandem zu werden und dich nicht mehr vernachlässigt zu fühlen? Wenn die Antwort ja ist, dann ist dieses Video für dich. Heute präsentieren wir dir 8 kraftvolle psychologische Strategien, inspiriert von den Prinzipien des Stoizismus, die dir helfen werden, deine Rolle in Beziehungen zu verändern und endlich die Person zu werden, die jeder um sich haben möchte. Bereite dich darauf vor, Notizen zu machen und deinen Ansatz zum Leben und zu Beziehungen zu ändern. Es ist wichtig, dass du dieses Video bis zum Ende ansiehst, denn du wirst genau erfahren, wie du deine Präsenz und Wichtigkeit in Beziehungen verbessern kannst. Bevor wir beginnen, stelle sicher, dass du den Kanal Perle di Saggezza abonnierst, um keine weiteren Videos zur persönlichen und spirituellen Entwicklung zu verpassen. Jetzt fangen wir an. 1. Beginne immer du die Kommunikation. Menschen neigen dazu, nicht auf das zu reagieren, was sie verfolgt. Dieses Verhalten basiert auf einer natürlichen psychologischen Reaktion. Wenn dich jemand ständig sucht, neigst du dazu, ihm weniger Bedeutung beizumessen, weil du seine Aufmerksamkeit als leicht zu bekommen wahrnimmst und daher weniger wertvoll. Folglich kann es so erscheinen, als ob diese Person dich mehr braucht als du sie, was zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führen kann. Warte darauf, dass die andere Person dich zuerst kontaktiert. Das bedeutet nicht, die andere Person zu ignorieren, sondern Raum für Gegenseitigkeit zu lassen. Indem du die andere Person den ersten Schritt machen lässt, zeigst du, dass du ein aktives und unabhängiges Leben führst, was deinen wahrgenommenen Wert erhöht. Wenn jemand die Initiative ergreift, dich zu kontaktieren, zeigt er sein Interesse und gibt dir die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. 2. Antworte auf Nachrichten und Anrufe zeitnah, aber nicht sofort. Sofort zu antworten kann den Eindruck erwecken, dass du immer verfügbar bist und auf einen Kontakt wartest. Stattdessen erzeugt das Antworten nach einiger Zeit ein Gefühl der Erwartung und zeigt, dass du deine Zeit schätzt. Das bedeutet nicht, die Gefühle der anderen Person zu ignorieren oder damit zu spielen, sondern die Zeitplanung so zu verwalten, dass das gegenseitige Interesse aufrechterhalten wird. Erzeuge ein wenig Erwartung und beschränke die Zeit, die du mit Kommunikation verbringst. Sei nicht immer verfügbar oder langatmig in deinen Antworten. Versuche, die Gespräche interessant und prägnant zu halten und lasse Raum für zukünftige Interaktionen. Dieser Ansatz hält die Neugier und das Interesse der anderen Person wach. 3. Vermeide es, immer verfügbar zu sein. Immer verfügbar zu sein kann den Eindruck erwecken, dass deine Zeit und deine Anwesenheit keinen Wert haben. Wenn du immer bereit bist, sofort zu antworten und all deine Zeit zu widmen, kann es so aussehen, als ob du keine anderen Prioritäten hast oder deine Zeit nicht genug schätzt. Dies kann dazu führen, dass deine Anwesenheit als selbstverständlich angesehen und deine Gesellschaft nicht so gewürdigt wird, wie sie sollte. Eine gewisse emotionale Distanz zu bewahren, kann für Beziehungen vorteilhaft sein. Wenn du nicht immer verfügbar bist, schaffst du einen Raum, der es der anderen Person ermöglicht, deine Abwesenheit zu spüren und die Zeit mit dir mehr zu schätzen. Das bedeutet nicht, distanziert oder kalt zu sein, sondern eher Momente zu haben, in denen du dich dir selbst und deinen Aktivitäten widmest und zeigst, dass du ein erfülltes und unabhängiges Leben führst. 4. Lass andere in dich investieren. Menschen neigen dazu, das, in das sie Mühe investiert haben, mehr zu schätzen. Dieses psychologische Prinzip ist als das Prinzip der Aufwandrechtfertigung bekannt, wonach wir den Dingen, für die wir hart gearbeitet haben, mehr Wert beimessen. Wenn jemand Zeit, Energie oder Ressourcen in dich investiert, nimmt er deinen Wert bedeutender wahr. Zeige dich als Person mit Potenzial, indem du Fähigkeiten, Talente und eine positive Einstellung demonstrierst. Es ist wichtig, dass andere Menschen in dir jemanden sehen, der ihre Investition wert ist.
Das bedeutet nicht, perfekt sein zu müssen, sondern eher zu zeigen, dass du daran arbeitest, dich zu verbessern, deine einzigartigen Kompetenzen und eine optimistische und proaktive Haltung zu zeigen. Lade andere ein, Zeit und Ressourcen in dich zu investieren. Das kann auf viele Arten geschehen, zum Beispiel, indem du um Rat fragst, sie in deine Projekte einbeziehst oder einfach deine Fortschritte und Erfolge mit ihnen teilst. Wenn Menschen sich als Teil deines Weges fühlen und ihren Beitrag als bedeutungsvoll sehen, sind sie motivierter, dich weiterhin zu unterstützen. Denke daran, dass Investitionen nicht nur materielle Ressourcen betreffen, sondern auch Zeit, Aufmerksamkeit und emotionale Unterstützung. 5. Setze deine Interessen an erste Stelle. Wenn du deine Interessen und Bedürfnisse priorisierst, sendest du die klare Botschaft, dass du dich selbst wertschätzt. Indem du zeigst, dass dir deine Wünsche und persönlichen Ziele am Herzen liegen, demonstrierst du ein starkes Selbstwertgefühl und Selbstdisziplin. Diese Einstellung stärkt nicht nur dein inneres Selbstvertrauen, sondern führt auch dazu, dass andere Menschen dich mehr schätzen. Menschen neigen dazu, diejenigen zu respektieren und zu bewundern, die wissen, wie man sich um sich selbst kümmert und weiß, was man vom Leben will. Opfere dich nicht ständig für jemanden auf. Es ist wichtig, verfügbar und unterstützend zu sein, aber es ist ebenso entscheidend, die Bedürfnisse anderer nicht immer vor deine eigenen zu stellen. Wenn du dich ständig aufopferst, riskierst du, dich zu erschöpfen und nicht mehr in der Lage zu sein, dir selbst und anderen das Beste zu geben. Setze gesunde Grenzen in deinen Beziehungen. Klare Grenzen zu setzen ist grundlegend, um ein gesundes Gleichgewicht zu bewahren. Diese Grenzen helfen dir, deine Zeit und Energie zu schützen, sodass du dich dem widmen kannst, was dir wirklich wichtig ist und dich glücklich macht. Grenzen klar zu kommunizieren, stärkt nicht nur den gegenseitigen Respekt, sondern fördert auch gesündere und ausgewogenere Beziehungen. Zeige, dass deine mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden Priorität haben und andere werden lernen, diese Entscheidungen zu respektieren und zu schätzen. 6. Schaffe die Angst vor Verlust. Wenn Menschen Angst haben, etwas Wertvolles zu verlieren, nehmen sie es ernster. Dieses Prinzip basiert auf der Idee, dass das, was als knapp oder schwer zu bekommen wahrgenommen wird, mehr geschätzt wird. Sei nicht immer verfügbar. Wenn du ständig zur Verfügung stehst, könnten andere deine Anwesenheit als selbstverständlich ansehen und sie nicht voll schätzen. Nimm dir Zeit für dich selbst. Widme dich deinen Leidenschaften, Hobbys und persönlichen Bedürfnissen. Das verbessert nicht nur dein Wohlbefinden, sondern macht dich auch interessanter und attraktiver. Zeige dich sicher und unabhängig. Menschen fühlen sich natürlicherweise zu denen hingezogen, die Selbstvertrauen und Unabhängigkeit zeigen. Diese Haltung zeigt, dass du in der Lage bist, glücklich und erfüllt zu sein, auch ohne von anderen abhängig zu sein. Erinnere die Menschen daran, was sie verlieren könnten, wenn du nicht da bist. Es geht nicht darum, Drohungen auszusprechen oder zu manipulieren, sondern klarzumachen, welchen Wert du in ihr Leben bringst. Das kannst du tun, indem du über deine positiven Eigenschaften, Erfolge und die schönen Dinge sprichst, die du in ihr Leben bringst. Diese Erinnerung kann anderen helfen zu erkennen, wie wichtig du bist und sie dazu bringen, sich mehr Mühe zu geben, die Beziehung zu dir aufrechtzuerhalten. 7. Zeige Großzügigkeit. Großzügigkeit zeigt sich, wenn wir unsere Ressourcen teilen, seien sie materiell oder immateriell. Das kann beinhalten, Zeit zu schenken, emotionale Unterstützung zu bieten, Wissen zu teilen oder sogar finanziell beizutragen. Großzügig zu sein bedeutet, über die eigenen Bedürfnisse hinauszugehen, um anderen zu helfen, Empathie und Altruismus zu zeigen. Diese edle Handlung bringt dir nicht nur eine tiefe persönliche Zufriedenheit und ein größeres Glücksgefühl, sondern macht dich auch attraktiver. Wenn du großzügig bist, schaffst du ein Umfeld der Gegenseitigkeit und des Vertrauens. Menschen fühlen sich zu denen hingezogen, die ein offenes Herz zeigen und bereit sind zu geben, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten.
Außerdem kann Großzügigkeit dein Selbstwertgefühl und dein emotionales Wohlbefinden verbessern, da du sehen kannst, welchen positiven Einfluss du auf das Leben anderer hast. Bevor wir mit dem letzten und wichtigsten Punkt fortfahren, wissen wir, wie wichtig es für dich ist, dich mit wertvollen Menschen zu umgeben. Deshalb möchten wir dir unser Video 9 Merkmale einer Frau von höchstem Wert empfehlen. Den Link findest du in der Beschreibung. Weiter geht's. 8. Sei bereit, dich zurückzuziehen. Im Spiel des Lebens und der menschlichen Interaktion kann die Bereitschaft, sich zurückzuziehen, ein mächtiges psychologisches Werkzeug sein. Dieses Konzept basiert auf dem Prinzip der Knappheit, das besagt, dass Menschen dazu neigen, das, was als begrenzt oder schwer zu bekommen wahrgenommen wird, mehr zu schätzen. Wenn du immer verfügbar und präsent bist, könnten andere deine Anwesenheit als selbstverständlich ansehen und sie nicht voll schätzen. Bereit zu sein, sich zurückzuziehen, bedeutet, dass du bereit bist, Abstand zu nehmen, wenn nötig, und damit zeigst, dass du nicht ständig von der Aufmerksamkeit oder der Zustimmung anderer abhängig bist. Wenn andere Menschen sehen, dass du dich ohne Probleme distanzieren kannst, beginnen sie, deinen Wert und die Bedeutung deiner Anwesenheit zu erkennen. Dies kann zu einer Veränderung in der Beziehungsdynamik führen. B.I. Der andere anfangen, sich mehr Mühe zu geben, den Kontakt zu dir aufrechtzuerhalten und dich mehr zu schätzen. Wir sind am Ende angelangt. Um unser Video 9 Merkmale einer Frau von höchstem Wert zu sehen, klicke jetzt oben rechts auf dem Bildschirm. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Wenn es dich inspiriert hat, hinterlasse uns deinen wertvollen Daumen hoch und abonniere den Kanal Perle di Saggezza für mehr Inhalte wie diesen. Teile es mit allen, die davon profitieren könnten. Wir sehen uns im nächsten Video.